Hi, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind heute mal wieder hier, um etwas Schönes auszupacken. Denn ich habe letztens durch Zufall Konzpit gefunden. Und die haben mir mal einen Satz Pedale vorbeigeschickt und da schauen wir mal rein. Und zwar sind das die CCP Lite. Und wir werden die jetzt gemeinsam mal öffnen, reinschauen und voraussichtlich, so wie es aussieht, auch zusammenbasteln. Schauen wir mal, was ist denn hier alles im Karton so drinne? Der Karton ist auf jeden Fall etwas größer. Oh, sehr schön. Hier ist so eine Unterlage mit drinne. Ich glaube, so eine Schneide, Bastel, was auch immer Unterlage. Die werden wir dann gleich mal benutzen, denke ich mal. Was haben wir denn hier noch drinne? Hier ist die Bedienungsanleitung drinne und der Warranty-Kleber. Und wie es für gutes Sim-Racing-Gear so ist, gibt es auch Aufkleber. Ja, das gefällt mir gut. Was haben wir denn sonst noch so? Schaumstoff, okay. Und dann haben wir, wow, 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 wow. Was sind das denn für schicke Apparate hier? Oh, Geruch ist doch, riecht nach Neuware, könnte man sagen. Packen wir doch die Sachen hier alle mal aus. Dann legen wir die mal hier so an die Seite, damit wir den Karton runter machen können. Damit wir mal einen genaueren Blick reinwerfen können. Hier haben wir noch, hier sind die ganzen Kabel, also Strom, wahrscheinlich auch USB. Und was haben wir unten? Aha! Unten haben wir noch ein paar Aufkleber. www.konzpit.com, okay, das sind so die einfacheren Aufkleber. Und dann nehme ich mal ganz stark an, ist das hier die Baseplate, das ist korrekt. Und das hier ist Werkzeug und Kabellage. So, dann machen wir mal den Karton runter und gucken einfach mal hier rein, was denn hier so Schönes drin ist. So, mal die Baseplate öffnen. An der Baseplate scheint die ganze Elektronik auch schon dran zu sein. Davon brauchen wir scheinbar auch ein bisschen mehr. Okay, was haben wir hier? Hier ist ein Cable Through. Hier sind die ganzen Channel dran für die Bremsen. Das steht immer sowohl, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das, also ist auf jeden Fall asiatische Schriftzeichen, aber wir haben auch immer gleichzeitig noch die englische Beschriftung mit drauf. Wir haben hier den Strom, wir haben USB und Canon, was auch immer Canon ist. Das werden wir gleich noch rausfinden. Die Baseplate ist Plastik und gepaart mit Metall. Also das Innenleben ist Metall. Die Halterung für das Rig. Und wir müssen mal gucken, wie es mit der Verschraubung aussieht. Okay, wir können direkt hier oben reinschrauben. Gut. Flip the board over and connect the cables. Dann schauen wir doch mal, was hier so geht mit den Konzpit-Pedalen. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Kabel dran. Das ist für die Motoren, denn hier scheinen auch gleichzeitig Motoren drinne zu sein, dran zu sein, für Force Feedback. Okay, was können wir denn hier alles so einstellen? Wir können die Vorspannung hier auf jeden Fall noch ändern. Bin mir gerade nicht so sicher, dass hier ist, das ist die Kupplung, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Hier ist das Gaspedal, hier können wir auch die Vorspannung ändern und den Winkel. Okay, das ist aber auch schon recht gut vom Dings her. Wir drehen mal kurz ein bisschen hier an der Vorspannung. Okay, das geht auf jeden Fall super leicht. Das finde ich sehr gut. Ich denke mal auch, dass wir das hier relativ simpel lösen können. Ja, das kann man einfach rausschieben. Okay, machen wir das mal kurz auf den Test. Dann kann ich hier den Stift rausziehen. Und dann machen wir hier mal ein bisschen mehr Vorspannung drauf. Schauen wir mal. Dafür müssen wir das ein bisschen ziehen. Und dann haben wir das eigentlich super easy gemacht. So wie es aussieht. Jo, der Pin geht super einfach rein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist fürs Gaspedal sehr schön. Wir haben auch die Möglichkeit, hier oben noch den Winkel zu ändern von der Plate. Okay, bei der Kupplung müssen wir auf jeden Fall schrauben.
Das ist nicht mit einem Stift gelöst, aber bei der Kupplung müssen wir das jetzt erstmal nicht machen. Und dann schauen wir uns mal die Bremse an. Die Bremse ist auch mit einem Stift. Das sieht sehr gut aus. Es ist hydraulisch. Wir können hier auch noch die Vorspannung erhöhen. Sehr gut. Aber ich glaube, nee, das müssen wir nicht machen. Nee, das müssen wir nicht machen. Ha! Da ist genug Power drauf. So, legen wir das mal ganz kurz an der Seite. Und dann gucken wir uns das hier mal an. So, hier wird dir aufgezeigt, was du alles machen sollst. Und dann kannst du hier alles durchfädeln und dann sollten wir das connecten. Dann machen wir das doch mal, ne? Gucken wir mal rein, was hier alles so mitgeliefert wird. Okay, wir haben Imbusschlüssel, das ist schon mal sehr schön. Wir haben noch einen Imbusschlüssel dabei. Wir haben dabei das USB-Kabel. Und dann haben wir hier die Schrauben. Das sieht mir danach aus, als wenn das ans Rig geht. Und dann haben wir noch ein Tool dabei. Das wird voraussichtlich nämlich ganz stark an für die Bremse sein. Das sieht mir danach aus, weil die Bremse zieht sich doch sehr schwer. Jupp, das ist auf jeden Fall für die Bremse. Sehr schön. Das Metall sieht ein bisschen aus wie ein Flaschenöffner, aber ist auf jeden Fall wertig. So, jetzt müssen wir mal auf den Schrauben gucken hier. Was haben wir denn hier alles dabei? Das sieht mir nach Mounting-Schrauben aus und das ist definitiv hoffentlich M8. Das sieht schon sehr groß aus. Ich habe jetzt aber auch gerade, glaube ich, keine M8 hier auf dem Tisch liegen. Das könnte sogar fast M10 sein. Naja, schauen wir mal. Wir legen die hier mal an der Seite. Da sind 5 Stück, also eine extra. Und dann haben wir noch ein bisschen Schmiere dabei. Das ist immer gut und wichtig. Ja, dann bauen wir die mal an hier. Das sind 2, 4, 6, 8 Schrauben. Wir haben 3 Pedalen. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier verläuft. Prima. Dann haben wir alles fertig. Gut, dann können wir das jetzt hier anbauen und dann werden wir das mal ein paar Wochen, ein paar Tage, Monate testfahren. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, wir haben hier alles dran, was wir brauchen. Es ist eine hydraulische Bremse, wir haben eine Kupplung und wir haben überall haptische Motoren schon von Haus aus dran. Verarbeitungstechnisch wirklich sehr, sehr schön. Hier vorne ist ein bisschen, also oben drauf, die Kappe ist Plastik. Der Rest unten drunter ist alles Metall. Naja, dann bauen wir die jetzt mal ans Rig an und dann wartet ihr jetzt ein bisschen aufs Review und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht in dieser Form. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir mal deinen Eindruck hinterlässt, was du jetzt von den Pedalen hältst. Hab einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Also an alle Kanalmitglieder und Zuschauende. Und dann lasst es dir gut gehen. Bis dann, Dansen!